Ah, herzlich willkommen zum heutigen digitalen Vormittag, eine digitale Matinée im Zoom. Schön, dass Sie alle hier sind. Es freut mich sehr. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Literaturforums Leselampe und im Namen des Museums der Moderne Salzburg. Wir beide, diese beiden Institutionen, haben heute eingeladen zu einer Matinée, die im Museum der Moderne stattgefunden hätte am Mönchsberg in der Ausstellung zu Gordon Matta-Clark, zur Generali Foundation Sammlung. Und aufgrund der Situation befinden wir uns jetzt hier. Ich freue mich wahnsinnig, dass das alles noch geklappt hat. Und ich freue mich auch besonders, dass neben den beiden Hauptakteuren, zu denen ich gleich noch etwas sagen werde, Peter Stefan Jung und Peter Packesch, auch die Verlegerin dieses Buches, um das es heute gehen wird, nämlich Warum ich beschloss, Peter Packesch zu mögen, von Peter Stefan Jung geschrieben. Darüber werden wir in aller Ausführlichkeit sprechen. Auch die Verlegerin hier ist, dieses Buch ist in diesem Jahr im Müller-Salzmann Verlag erschienen und ich darf Mona Müri auch noch um ein kleines Willkommenswort bitten. Bitte sehr. Ah, jetzt ist das Mikro bei dir ab. Sie hat das Hört Mikro. man mich jetzt? Jetzt Ja, geht's. jetzt ist es Jetzt da. geht's. Einen schönen guten Morgen in die Runde. Ich freue mich sehr und bedanke mich natürlich bei der Leselampe, bei Magdalena Stieb in erster Linie und beim Museum der Moderne, dass das möglich geworden ist. Wir sind ja schon in Übung. Wir haben ja schon einige Präsentationen gemacht. Sehr schöne Präsentation in Wien, in der Galerie Karim, in Graz, im Kunstverein und demnächst, am 4. Dezember in der Kunsthalle Basel. Ich darf, weil ich gehört habe, dass Hildegund Abendshauser auch dabei ist, ich sehe sie nicht, aber herzlich begrüßen. Sie hat ja auch mitgearbeitet bei diesem Buch und hat ein Fachlektorat für uns eingeschoben. Und sehe ich jetzt auch nicht, aber wenn Silke Dürnberger dabei sein sollte, dann finde ich, sollte sie sich auch jetzt einklinken. Sie hat das maßgeblich dieses Buch umgesetzt, betreut und ja, einfach rundum mitgestaltet. Jetzt Peter Stefan Jung als Autor dieses Buches in Salzburg zu begrüßen, ist näher vorzustellen, zu begrüßen schon, lieber Peter, ist nicht notwendig. Du bist ja ein regelmäßiger Gast hier im Literaturhaus und in der Leselampe. Und Peter Packesch, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ja, in der Folge wird es ja hauptsächlich um Sie gehen. Insofern möchte ich das Ganze nicht spoilern. Herzlich grüßen möchte ich auch wenn Sie jetzt nicht dabei sind, Lilian Birnbaum, deine Frau Peter Stefan und Michaela Packesch-Leutzendorf, die Frau von Peter Packesch, die auch ihre großen Anteile an dieser Publikation gehabt haben. Begonnen haben wir vor 2,5 Jahren in der Stadtbar in Wien und das Buch mag vom Format her relativ klein sein, aber wir haben jetzt wirklich 2,5 Jahre intensiv dran gearbeitet und ich hoffe, dass Sie dem Buch dann auch zusprechen. Leider können wir die Bücher heute nicht verkaufen, aber wir haben eine wunderbare Website und vielleicht mögen Sie sich dann noch näher mit dem Buch befassen. Jetzt aber zurück zu Magdalena Stieb. Ich komme mir vor wie im ORF-Studio. Ja, vielen Dank, Mona Müri. Und wir freuen uns auf diesen schönen Vormittag. Das Buch, Warum ich beschloss, Peter Packesch zu mögen, ist wirklich ein besonderes, das muss man so sagen. Mit diesem Projekt hat sich Peter Stefan Jung die Aufgabe gemacht, an der Lebens- und Erfolgsgeschichte von Peter Packesch die Entwicklung von Kunstmarkt, Galerie, Wesen, Museumspraxis und künstlerischen Strömungen in den letzten zumindest 50 Jahren herauszuarbeiten. Und es ist ihm damit auch gelungen, so kann ich das als Leserin dieses Buches sagen, dass damit für jede Leserin nachvollziehbar wird, worum es in dieser Zeit gegangen ist, in Österreich und darüber hinaus im Kunstbetrieb.
dieser Schlüsselfigur, Peter Packesch, als eine solche bezeichne ich ihn jetzt einfach einmal, eine Schlüsselfigur im Kunstgeschehen in Österreich, der außerdem von Peter Stefan Jung als ein gütiger Impresario der zeitgenössischen Kunst bezeichnet wird, was ich sehr treffend finde. An dieser Schlüsselfigur wird eben Erinnerung lebendig und es wird nachvollziehbar, wie sich eine ganz bestimmte Szene, ihre Akteurinnen und Akteure gestaltet und entwickelt haben. Außerdem ist es natürlich ein Buch über eine Freundschaft, die nicht sofort bestand, eine, die allerdings in Salzburg auch ihren Ausgang nahm. Wir werden darauf vielleicht noch zu sprechen können, kommen. Und auch das spielt eine gewisse Rolle in diesem Buch. Wir werden, was mich sehr freut, gleich zum Einstieg hören, wie dieses Buch entstanden ist. Denn das ist ja eine interessante Frage, finde ich, an Peter Stefan Jung, wie es zu diesem Projekt überhaupt kam. Und bevor ich das vergesse, ich darf Sie noch einmal, das ist im digitalen Raum immer ein bisschen anders und seltsam, auch noch mal ganz herzlich begrüßen, Peter Stefan Jung und Peter Packesch. Ich freue mich sehr, dass Sie sich zu dieser digitalen Variante, dass Sie die Idee hatten, das so zu machen. Das finde ich ganz wunderbar. Ich freue mich sehr und ja, fühlen Sie sich applaudiert hier in dieser Runde. Man kann ja kleine Emojis abschicken, das können Sie ja alle machen, wenn Sie das wollen. Genau, dann darf ich Peter Stefan Jung um die erste Lesestelle bitten und dann werden wir gleich ins Gespräch einsteigen. Ja, ich begrüße auch und freue mich sehr, dass wir diese Lösung gefunden haben. Es war ein Vorschlag von Peter Packesch und in diesen seltsamen Zeiten habe ich sofort natürlich gesagt, das ist die Lösung. Und dann haben wir das eigentlich sehr schnell mit Magdalena ermöglicht. Aber jetzt hören wir mit den Vorgesprächen auf und gehen in medias res. Ich begrüße aber alle heute Anwesenden sehr herzlich und auch die, die diese Aufzeichnung später sehen. Ganz kurze Lesung am Anfang, das erste Kapitel sozusagen, das hat den Titel Zum Geleit. Wir kennen einander seit langer Zeit. Peter Packesch war 19, höchstens 20, als ich ihm erstmals begegnete. Ich bin 2 Jahre älter als er. Wir hockten damals mit Freunden und Fremden an den Tischen Salzburger Innenlokale, an Orten, die wir beide nicht mochten. Aber man konnte an die Ufer der Salzach ausweichen oder eine hausbesetzte Villa in Eigen aufsuchen, die wir den offenen Ort nannten, und Nächte mit Gesprächen zubringen, deren zuweilen Wirre und oft auch beglückende Inhalte wir beide längst vergessen haben. Danach verlor man einander zeitweise aus den Augen, hielt aber den Kontakt. Zu zahlreichen Anlässen trafen wir uns wieder im Verlauf der Jahre. Als im Herbst 2018 im Pariser Centre Pompidou eine große Retrospektive des österreichischen Künstlers Franz West stattfand, sprach Packesch, sein ehemaliger Galerist, im Rahmenprogramm über den schwierigen Freund. Packesch saß aufrecht auf einer der 2 Dutzend mit Orientteppichen bedeckten Divanliegen, die da im Vestibül der Ausstellung standen, und sprach frei, erzählte von Wests komplexer Persönlichkeit, gab Anekdoten preis, ließ Erinnerungen an den 2012 verstorbenen Bildhauer, Maler und Schöpfer von Rauminstallationen ungemein lebendig werden. Dazu sollte ich vielleicht sagen, dass das hier neben mir und hinter mir eine von Franz Wests Couches ist. Das ist bei einer gemeinsamen Freundin von Peter und mir in einer Wiener Wohnung, wo ich jetzt sitze. Er ließ also Franz West ungemein lebendig werden. Auch wir, seine Zuhörer, saßen auf den von West ursprünglich für die Documenta 9 geschaffenen Liegen und hörten Peter zu. So spannend hatte ich ihn nie zuvor erlebt. Ich sah ihn an diesem Abend gleichsam mit neuen Augen.
Gemeinsam mit Lilian Birnbaum, die Peter ebenfalls schon lange kennt, besuchte ich im Frühjahr 2019 das weitläufige Landhaus nahe der Marktgemeinde Gnas in der Südoststeiermark, das Packisch mit seiner Frau Michaela Leutzendorf-Packisch, Michi genannt, bewohnt. Das ist dort, wo Peter heute sitzt. So oft er von Wien loskommt. 3 Tage lang blieben wir 4 beisammen und sprachen vom frühen Morgen bis in den frühen Abend, ließen Peters Biografie, die wichtigsten Stationen, die beruflichen Entscheidungen seines Lebens für die Kunst Revue passieren. Die geglückten Jahre, die etwaigen Fehlschritte, alles kam zur Sprache. Zu Beginn der Dämmerung kehrten wir in den charmanten Buschenschenken in der näheren Umgebung ein und Peter erzählte, ohne Angst sich zu entblößen, einfach weiter. An vielen Stellen in diesem Buch wird Packischs O-Ton zu lesen sein, mit den Anführungszeichen der direkten Rede versehen. In kursiver Schrift gebe ich dort und da Zwischenrufe zu Protokoll, Erinnerungen oder Assoziationen, die Peters Geschichte bei mir ausgelöst hat. Ja, das war also das erste kleine zum Geleitkapitel. Vielen Dank, Peter Stefan Jung. Wunderbar. Und Sie haben ganz wunderbar das Buch in die Kamera schon gehalten. Und ich mache das auch gleich noch einmal, weil es wirklich, also man muss es eigentlich auch aufklappen, damit man das ganze Foto sehen kann. Herr Packisch, wir haben vorher schon gesagt, es ist nicht so schlimm, dass wir nicht im Museum sind, scherzhaft, weil wir ja in eigentlich zwei Museumsräumlichkeiten uns eben befinden. Herr Jung, der außerdem noch auf einem Franz-West-Sessel sitzt, bei Ihnen. Ganz wunderbar, Sol Levit im Hintergrund und andere. Christopher Wool haben wir auch noch da. Und Louis Lawner. Hier hinten. Ganz wunderbar, also bitte, wie in der Galerie oder im Museum und bei Ihnen Herbert Brandl im Hintergrund und auch irgendwo. Das ist Ulm vom Herbert Brandl, ja. Das ist ganz wunderbar und auch ein Franz-West-Sofa versteckt sich die da irgendwo. Außerhalb der Perspektive. Gekriegt haben, ja. Genau. Und dieser Franz West, dieses Foto ist, finde ich, auch ein ganz wunderbarer Einstieg in dieses Buch, wie ich finde. Es ist ein tolles Foto, das auch nicht von irgendjemandem aufgenommen wurde, sondern von niemand Geringerem als Friedel Kubelka. Ich würde Sie gerne gleich zu Beginn fragen, weil dieses Foto auch für eine erste oder einer ganz wesentlichen ersten Beziehung zu einem Künstler, ich nenne das jetzt mal Beziehung, auch steht. Was ist sozusagen die Bedeutung hinter diesem ganz markanten Buchcover, hinter diesem Foto? Was steckt da dahinter? Ja, es ist ein Foto, das ich einmal von der Friedel Kubelka geschenkt bekommen habe. Und dazu ist zu sagen, Friedel Kubelka war eine lange Zeit eine sehr, sehr enge Freundin von Franz. Und das geht über viele Jahre. Und das war auch lange, bevor Franz überhaupt bekannt geworden ist, wo die schon sehr nahe waren. Und Franz hat Friedel immer wiederum gebeten, Fotos für ihn zu machen. Und das war natürlich eine sehr intensive Kollaboration, die sie hatten. Und da gab es so einen Strang von Fotos, wo eben Friedel die Bilder kollagiert hat und sozusagen, das was ja einige Fotografen der neueren Zeit machen, also sozusagen Fotos ineinander gesteckt hat. Das war auch vor der elektronischen Fotografie, wo man sozusagen versucht hat, die analoge Fotografie zu erweitern. Und da hat sie ganze Räume von Franz, ganze Konstellationen so fotografiert und eben so abgezogen. In dem speziellen Fall ging es darum, ich glaube, das war eine Liege, die damals fotografiert werden sollte für einen Katalog fürs Freud-Museum, wo also Franz mit anderen Künstlern
anlässlich eines Jubiläums dem Sigmund-Freud-Museum ein Kunst, also eben so eine Liege geschenkt hat. Andere Künstler haben andere Kunstwerke geschenkt. Es ging also auch darum, Beziehung zu Freud. Und da wollte auch Franz ein Foto haben mit einer Person drauf. Selbe Foto gibt es nochmals, wo man mich abgewandt sieht und nicht direkt erkennt. Und es kam eben auch zu diesem Foto. Und nachdem das ganze Shooting vorbei war, ein paar Wochen später, kam eben Friedel vorbei und hat mir dieses Foto geschenkt, worüber ich mich sehr gefreut habe, und das hängt bei uns. Und wo wir dann geredet haben, was Cover sein könnte, kamen wir auf dieses Foto und hat natürlich diesen schönen Aspekt, dass es eben so wie ein Buchcover eben geöffnet werden kann, ist diese längliche und vielteilige Struktur von dem Foto sehr schön zu sehen. Also das war, hat uns, ja, das war eigentlich perfekt da gewesen. Und ist natürlich auch ein eigenes Kunstwerk für sich. Wie das Foto wurde zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt aufgenommen in Ihrem Leben. Sie haben ja, das erfährt man in dem chronologisch fortschreitenden Bericht, den Peter Stefan Jung geschrieben hat. Sie haben im Laufe Ihrer Karriere ja viele verschiedene Arbeitskonstellationen eingenommen. In welchem Bezug oder in welcher Rolle befanden Sie sich denn gerade in dieser Zeit? Ja, das war wahrscheinlich, also, ich meine, da hatte ich die Galerie in Wien. Mhm. Da hatte ich es eben damals, die hat angefangen Anfang der 80er Jahre und hat mehr oder minder die 80er Jahre abgedeckt. 93 habe ich sie zugemacht. Und das war muss gewesen sein um 89 herum. Da gab es eben diese Ausstellung im Freud-Museum, Verbindung von bestimmten Künstlern mit Sigmund Freud. Es war damals also auch durchaus sowohl für Franz West ein erster Höhepunkt, wie auch es natürlich für meine Galerietätigkeit ein besonderer Moment. Es war die Zeit, wo dann etwas danach Franz West im Kunsthistorischen ausgestellt hat mit ähnlichen Liegen. Es war die Zeit, wo dann also Franz West für die Biennale eingeladen wurde, wo also auch eine Ausstellung im PS1 in New York war, also heute ein Teil des MoMA und damals eigentlich der Ort für Jüngere oder Künstler der mittleren Generation, die in Amerika damals noch unbekannt waren. Also es war schon für Franz West und mich einiges zusammengekommen, aber nicht nur für Franz und mich, sondern es war eigentlich die Zeit, wo sicher so Ende der 80er Jahre war da ein sehr, sehr intensives Geschehen gewesen, auch mit den anderen Künstlern, Kippenberger, Heimat Sobernick. Wir hatten die ersten Mike Kelly-Ausstellungen. Es waren da so ganz unterschiedliche Dinge zusammengekommen. Also das war eben der Moment, und es hat sich eben auch ausgedrückt mit dieser Schenkung ans Waldmuseum, wo also, das war eine Idee von Joseph Kossuth, der also der damals für ein Wittgenstein-Jubiläum mit der Sezession eine Ausstellung vorbereitet hat, zum Thema Wittgenstein und die Kunst. Und aus dem heraus kamen wir drauf, dass also eben der Todestag von Freud also auch sich gejährt hat. Und Kossuth meinte, er würde also mit mir zusammen Künstler anfragen, ob sie dafür Schenkungen geben würden. Und wir hatten eine Gruppe von 6, 7 Leuten. Da war Jenny Holzer drunter, da war John Baldessari drunter, da war bei der ersten Runde, Pier Paolo Calzolari drunter. Es war eine sehr bunte Runde oder sehr unterschiedliche Runde, und das war eine tolle Ausstellung damals. Und im Umfeld davon entstand dieses Foto. Ja. Das heißt, Sie waren als Galerist in Wien tätig in der Ballgasse. Ich habe mir im Vorfeld habe ich ein Gespräch geführt mit einem Bekannten in Wien, den ich auch nochmal gefragt habe, ja, erinnere dich doch mal, wie war das, die Galerie Peter Packesch? Und die erste Antwort war, das war die coole Galerie. Das wurde so formuliert von diesem Bekannten, neben anderen Dingen. Das fand ich sehr interessant, auch im Vergleich zum restlichen Galeriefeld in der Zeit. Liebes Publikum, Sie merken schon, da fallen Namen, die Sie heute als die Größen der damaligen zeitgenössischen bis heute Kunst kennen und wenn Sie sie nicht kennen, unbedingt kennenlernen müssen. Mike Kelly, über den erfahren Sie auch sehr vieles. Ein kalifornischer Künstler, der ein wahnsinnig spannendes Oeuvre auch vorgelegt hat.
Dann aber geht es weiter in Ihrer Karriere und Sie haben ja diese Galerie, Sie haben schon erwähnt, aufgegeben, sage ich jetzt mal. Wenn das nicht das richtige Wort für Sie ist, dann bitte nennen Sie es gerne anders. Und dann begann eine Art von, Sie erwähnen das auch im Buch, das Wort gab es früher eigentlich noch gar nicht, das finde ich sehr interessant, Kuratortätigkeit auch stärker im musealen Zusammenhang. Ich fasse das ein bisschen zusammen. Das waren viele Stationen, beziehungsweise auch eine Tätigkeit, Tätigkeiten als bis hin zum Leiter von großen Häusern in Graz, Leiter des Joanneums dann zuletzt. Das interessiert mich auch wahnsinnig, weil es einmal im Buch auch vorkommt, dass Sie über das Museum in der Zukunft sprechen und so weiter. Wie war das für Sie von dieser, auch in Bezug zu Ihren Beziehungen zu Künstlerinnen und Künstlern und dieser engen Zusammenarbeit, auf die wir sicher noch kommen können? Wie war das, dieser Wechsel vom Galeristen, von dieser Tätigkeit hin in diesen institutionellen Zusammenhang in verschiedenen Ländern auch? Sie haben es sehr gut gesagt, also die Beziehung zu den Künstlerinnen und zu den Künstlern. Ich glaube, das war auch mit der Galerie und wenn der Bekannte von Ihnen gesagt hat, dass es eine coole Galerie gewesen sei, die Galerie war geboren eigentlich aus dieser Beziehung heraus. Ich meine, ich war selbst als Künstler angefangen und musste einmal einsehen, dass das halt wahrscheinlich nicht ganz mein Ding ist und habe aber diese Nähe zu anderen gehabt. Und die Galerie ist daraus geboren worden. Das war eine Freundesrunde, die zwischen Graz und Wien unterwegs war und wo also ich die Idee hatte, vielleicht soll ich in der Richtung was machen, weil es damals also auch unmöglich war, in den Institutionen wirklich was Neues zu machen. Ich meine, Österreich war damals noch sehr verkrustet gewesen und es gab nur wenige Institutionen, die sich für zeitgenössische Kunst interessiert haben und auch dort war das nicht so einfach. Und ich habe eben davor im Forum Stadtpark Dinge organisiert, eben selbst noch als Künstler und habe auch merken müssen, die Grenzen solcher institutioneller Situationen damals. Und ich wollte eigenständig selbst was machen und da war halt die Galerie war das beste Format. Und es war gleichzeitig also auch die Bereitschaft da vieler jüngerer Kunstschaffenden, mich dabei zu unterstützen und hautnah dran zu sein. Und ich glaube, das ist die Linie, die sich auch durchzieht, bis heute durchzieht, ist halt der Dialog mit Künstlern und Künstlerinnen. Es sind gemeinsame Projekte und das ist so ein Rückgrat, das für mich also bestimmend war. Und so war auch der Wechsel von der Galerie. Ursprünglich wäre das mehr so in einem Freelance-Geschäft gewesen. Es war natürlich auch ein Rückzug aus bestimmten Alltagsobliegenheiten und aus Verantwortungen auch, die mir dann zu viel wurden, weil also, da hängen ja viele Karrieren dran und so weiter. Und die kamen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und es war eben auch dieses Kameradschaftliche. So nach 12 Jahren Galeriearbeit habe ich begonnen zu merken, da waren es mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten von Karrieren, war diese Kameradschaft, die Pionierzeit hat, war nicht mehr so da gewesen. Und das war, mich haben diese Interaktionen mehr interessiert, als jetzt etwas zu verwalten, was durchaus hätte auch ein größeres Imperium werden können als Galerie, wo man es allerdings von Österreich aus viel schwerer hatte, als es deutsche und natürlich amerikanische Kollegen hatten. So war da eigentlich die Idee, die Galerie aufzuhören, war mehr gewesen, mit den verbundenen Künstlern Projekte machen zu können und sozusagen da halt tiefer hineinzusteigen und den Alltagsballast wegzulassen. Zufällig hat sich dann ergeben gehabt, dass also sozusagen in einer bewunderten Institution der Kunsthalle Basel die Leitungsposition frei wurde und das war also quasi ein Versuch erst einmal gewesen und ein Versuch, der dann glücklicherweise enorm gut angeschlagen hat. Und dadurch hat sich wieder was geändert für mich. Ich bin also auf sozusagen die Institution neu draufgekommen, mit einer Institution, die natürlich eine vorbildliche Institution über lange Zeit ist. Die Kunsthalle Basel ist, denke ich, und auch heute noch einer der Schlüsselorte in der Vermittlung zeitgenössischer Kunst und das seit mehr als 100 Jahren. Und gleichzeitig war es für mich also auch die Möglichkeit, ganz neue Künstler und Künstlerinnen kennenzulernen. War ich in der Galerie in Wien hauptsächlich um meine Generation und um ein paar
von mir verehrte ältere Künstler bemüht, ist in Basel plötzlich mit Olafur Eliasson, Pavel Althammer, Tobias Rehberger, Maurizio Cattelan und anderen plötzlich eine ganz weitere Generation hinzugekommen. Ein neuer Spirit, der wieder anders war als der Geist der 80er Jahre. Und das hat natürlich eine schöne Dynamik ergeben gehabt. Und da war es dann natürlich logisch, auch noch einmal weiterzusteigen. Hat mich die Institution als ein sozialer Körper interessiert. Die Institution also auch in einem Basel-urbanen Kontext oder auch internationalen Kontext. Und da war natürlich dann der Schritt nach Graz, also auch durchaus ein logischer, sozusagen die ganze, also auch die traditionelle Institution gemeinsam mit dem neu gegründeten Kunsthaus. Und da war die für eine Zeit lang, auch wieder 12 Jahre, war die Dynamik sehr interessant gewesen und da war sehr viel möglich gewesen. Und das Durchgehende und für mich Wichtige war natürlich die Verbindung mit Künstlerinnen und Künstlern, wie ich mit Sharon Lockhart und Ai Weiwei, was der Peter auch in dem Buch sehr schön beschreibt, das Projekt mit den Archäologen habe machen können, wo wir sozusagen die ältesten Artefakte des Landes einer künstlerischen Neuinterpretation zuführen konnten, erstens durch die Filmmacherin und dann durch den Objektkünstler. Und wie es aber dann auch ganz andere Projekte wie mit Simon Starling und Superflex, also die gesamten Sammlungen durchwirkt worden sind. Also da gab es ein reiches Betätigungsfeld, hätte man natürlich noch viel mehr machen können, aber es hat einfach einen neuen Umgang mit der Institution erlaubt. Und es hat mir auch erlaubt, ein Verständnis eines so großen sozialen Körpers, also jetzt nach Beuys gesehen, also sozusagen ein Museum ist ja ein wichtiger Teil in einer Gesellschaft und die Gesellschaften, die schöne Museen haben, sind damit also auch sehr gut bestellt. Und jedenfalls war das also in Graz schon ein sehr spannender Prozess, der sich aber logisch eigentlich aus der Tätigkeit in der Ballgasse oder davor im Forum Stadtpark herausentwickelt hat. Das ist eine spannende Perspektive, dass Sie sagen, dass das alles aus dieser frühen Galerietätigkeit und diesem Beziehungsaufbau auch zu den Künstlerinnen und Künstlern organisch herausgewachsen ist. Ai Weiwei, der chinesische Künstler, war jetzt schon ein Stichwort für mich. Sie haben mit ihm und Edmond de Waal eine Keramikausstellung gemacht, eine legendäre. Und das ist so eine, das auch ganz diffizil geschildert wird, wie vorsichtig da umzugehen war mit diesen Personen. Da gibt es ja mehrere. Franz West ist sicher auch so einer, Martin Kippenberger, das ist ja auch irgendwie so, sind ja Urban Legends, muss man sagen, wenn man so möchte, die in ihrer Schwierigkeit oder in ihrer, ja, spannungsreiche Persönlichkeiten, sage ich jetzt einmal. Und Peter Stefan Jung beschreibt das sehr schön in seinem Buch, in dem er schreibt, es ist dies eines seiner, nämlich Peter Packes größten Talente, disparate Individuen zu vernetzen. Und ich würde sehr gerne noch einmal jetzt Peter Stefan Jung bitten, dass wir da noch einmal hineinhören, wie das denn funktioniert. Dazu müssten Sie Ihr Mikrofon bitte noch einmal einschalten. Während das passiert, darf ich die Besucherinnen und Besucher hier im Zoom-Raum noch einladen. Wenn Sie Fragen haben, bitte stellen Sie die gerne im Chat. Dann werde ich die gerne einfließen lassen in der Chat-Funktion. Vielen Dank. Also ich mache jetzt eine kurze Lesung, so 6-7 Minuten, dann werden wir weiter sprechen und dann am Schluss lese ich nochmal ganz kurz. Aber nur, dass alle wissen, wir gehen nicht weiter als bis 12, wenn ich das richtig verstanden habe. Also eine Stunde. Ich sage immer zu Peter, dass das Buch eigentlich wie ein Tsunami von Namen ist. Es kommen unglaublich viele Namen hier vor, weil Peter einfach mit so, so vielen Menschen zu tun hatte. Also ich lese jetzt einen Teil, als er noch die Galerie hatte in Wien. Zu einem der Platzhirsche der Galerie avancierte der Künstler Franz West, dessen außergewöhnliches Talent Peter sehr früh erkannt hat und den er lange bevor er berühmt war, ernst genommen hat. Dies zu einer Zeit, als West in der hierarchisch geprägten Wiener Szene noch als Underdog galt. Er war
immer fast wie ein Gespenst, als eine Figur immer präsent, aber viele dachten, er sei ständig betrunken. Das war teilweise seine Strategie, um Menschen nicht zu sehr an sich herankommen zu lassen. Der Franz war ein sehr verunsicherter Mensch. Er stolperte anfangs noch von Café zu Café, um Collagen und Zeichnungen gegen einen kleinen Geldschein oder ein, zwei Viertel Weißwein einzutauschen. Hermann Nitsch ging besonders brutal mit ihm um. Der erfolgreiche Großkünstler gestattete es dem Aderbei-Künstler nur selten, am selben Tisch mit ihm zu sitzen. Wests originelle, wenn auch schwierige Persönlichkeit imponierte Peter. Er förderte ihn intensiv von Anfang an. West hatte zwar schon vorher ausgestellt, aber erst dank der Galerie in der Ballgasse erfuhr er eine Fokussierung und zog allmählich internationale Aufmerksamkeit auf sich. Backisch kaufte West zahlreiche Arbeiten ab, die der Künstler anfangs noch zu äußerst niedrigen Preisen anbot. Franz West schuf nicht zuletzt aus Dankbarkeit für die Galerie einen großen weißen Tisch aus Holz, Gaze und Gips. Packisch hat diesen Direktionstisch, wie West ihn nannte, während all der Jahre, die er in der Ballgasse tätig war, als seinen Schreibtisch genutzt. West zog immer noch durch die Innenstadt von Lokal zu Lokal und suchte in seiner konstanten Geldnot Abnehmer für seine Werke, etwa für seine Passstücke für den menschlichen Körper. Objekte, die im Grunde die Bildhauerei neu interpretierten. Einfache, tragbare Gebilde aus Pappmaché und Gips, die Verlängerungen von Gliedmaßen ähneln, sozusagen Skulpturen zum Tragen und Fühlen. Ich habe immer wieder ihm Sachen abgekauft und hatte dann eine gute Gruppe von Arbeiten, von allem, vor allem von Passstücken, wie Packisch sagt. Franz West und Martin Kippenberger seien wie Magneten gewesen, die sich abstießen, erinnert sich Packisch. Sie waren einander zwar sympathisch, kamen sich aber nie wirklich nahe. Zwei Kraftfelder, mit denen ihr Galerist gleichsam spielen konnte. Kräfte, die neben ihrer eigenen Kunst auch die Gruppe dynamisiert haben. Es war für mich interessant, so eine Dynamik zuzulassen, in Situationen zu geraten, die ich nicht mehr steuern konnte. Für mich waren das nicht nur die Ausstellungen mit den Künstlern, sondern die regelmäßigen Auseinandersetzungen, der Dialog. Es hat auch viel mit Dramaturgie zu tun, wie sich eine Karriere entwickelt. Vor allem bei West und Kippenberger, aber in früherer Zeit auch bei Herbert Brandl und Heimut Zobernick. Wann man wo ausstellt und vor allem was und wie, da war viel Strategie mit im Spiel. Ich habe auch sehr genau studiert, was andere Galerien gemacht haben. Packisch ließ sich von Galeristenkollegen inspirieren. Etwa von Max Hetzler oder in die Vergangenheit gedacht von Picassos Pariser Galeristen Daniel-Henri Kahnweiler. Leo Castelli, dem er in New York mehrmals begegnet war, galt ihm als eine Art Role Model. Castellis Biografie faszinierte ihn. Der altösterreichische Hintergrund, ein Jude aus Triest, mag dazu beigetragen haben. Und die amerikanischen Künstler, die er vertrat, wie Robert Rauschenberg, Jasper Johns oder Andy Warhol. Ich war einer der ganz wenigen, mit denen er Deutsch gesprochen hat. Und ich war fasziniert von Castellis wunderbar altmodischen Triestiner Deutsch. Sein Idol und großes Vorbild aber war der legendäre Düsseldorfer Maler und Galerist Konrad Fischer, der gelegentlich als schwierig galt. Packisch mit präzisen Ratschlägen jedoch verschiedentlich sehr geholfen hat. Als ich die Galerie eröffnete, war Fischer für mich die große Orientierung. Wahrscheinlich wichtiger als Leo Castelli, mit dem Fischer eng zusammenarbeitete. Packisch hatte ihn bereits 1977 bei seiner ersten großen USA-Reise in New York kennen und schätzen gelernt. Fischer zeigte das meiste, was damals heiß war. Die Liste seiner Künstler glich einem Who is Who
des Minimalismus und der Konzeptkunst. An Konrad Fischer beeindruckte Package eine bestimmte Haltung und Klarheit, das Programmatische im Umgang mit der Kunst, sowohl in dessen Düsseldorfer Galerie als auch in der New Yorker Dependance. Sein Respekt wuchs so stark, dass er ihn auf einer Kunstmesse, bei der sie ihre Stände nebeneinander hatten, nicht anzusprechen wagte. Fischer erschien ihm abweisend und unwirsch, für Smalltalk war er jedenfalls nicht zu haben. Das änderte sich ein paar Jahre später, als Peter für eine Ausstellung über Kunst und Literatur im Rahmen des Steirischen Herbst eine Leihgabe von Bruce Nauman erbat und den Kontakt zum Künstler suchte. Sofort waren wir in einem höchst spannenden Gespräch zum Thema zu Bruce Nauman und überhaupt. Er kramte aus seinen Beständen ein kleines, aber substanzielles Werk von Nauman hervor, Wedge-like Kyle, ein Wortspiel als Skulptur. So kam es auch, dass er mir einmal eine ganze Ausstellung von Bruce Nauman überlassen wollte. Ich aber zu blöd war, sie anzunehmen, weil ich ein spezielles Projekt von Nauman erwartete. Nicht immer verliefen Ausstellungsprojekte so, wie Package es sich gewünscht hat. Während eines Spaziergangs mit Bruce Nauman in Rom legte mir dieser die Architektur des Pantheons dar, wies zum Beispiel auf den leicht gekrümmten Boden hin. Ich bekam das Pantheon quasi als Naumann-Skulptur erklärt und fragte ihn dann, ob er bei mir in Wien eine Ausstellung machen würde. Ja, gerne, das mache er. Ob er ein spezielles Projekt für mich verwirklichen würde. Natürlich mache er ein spezielles Projekt für mich. Er müsse nur über seinen Galeristen Konrad Fischer gehen. Der würde alles organisieren. Zurück in Wien rief ich Fischer an, erzählte ihm von meinem Anliegen und Konrad sagte, wunderbar, machen wir. Ich habe hier drei Projekte, die Zeichnungen liegen bei mir, das setzen wir um und du hast eine Ausstellung. Und ich, Idiot, sagte, Bruce will ein eigenes Projekt für mich machen. Daraufhin Fischer, vergiss es, das macht er nie. Der ist doch viel zu faul dafür. Danach ist Nauman in New Mexico verschwunden. Zur selben Zeit begannen seine Preise weltweit in die Höhe zu klettern. Fischer wollte dann natürlich nichts mehr von meinen Wünschen wissen und hatte inzwischen alle Zeichnungen verkauft. Zu meiner Nauman-Ausstellung kam es jedenfalls nie. Ja, vielen Dank, Herr Jung. Das Schicksal eines Kurators, eines Galeristen. Wie geht es Ihnen, wenn Sie, das wollte ich Sie überhaupt sehr gerne fragen, Herr Package. Sie, das ist in diesem Geleitwort von Herrn Jung wunderbar beschrieben, wie es zu dieser ganzen Erzählung von Ihnen kam. Das muss, ich stelle mir das sehr, sehr dicht vor und dass Sie da irgendwie Zeugnis abgelegt haben in recht kurzer Zeit, sehr geballt vielleicht auch, das alles für dieses Buch dargelegt haben. Wie ist das, wenn Sie das wieder hören? Und wie war das damals, alles das in so einem Bogen auch zu erzählen? Wird einem da manches, kommt einem da manches wieder in den Sinn? Wird einem manches klar? Wird manches unklarer? Oder wie war das für Sie? Ja, das Erzählen war sehr schön. Es war natürlich auch aus der Freundschaft heraus eine spezielle Situation. Und muss ich vielleicht erzählen, dass so ähnlich wie es dem Peter Stephan mit mir gegangen ist, ist es mir mit ihm gegangen. Also ich habe ihn kennengelernt, lang bevor ich die Galerie hatte, wo ich also auch aus dem Grazer Kontext sehr viel mit Literaten zu tun hatte. Und es war damals natürlich ein tolles Panorama, das da herum war, also von H.C. Hartmann, das weiter weg, Peter Handke, Gerhard Röhm, Wolfi Bauer und so weiter. Und meiner Erinnerung nach waren die ersten Begegnungen weniger in Salzburg, sondern auf einer Buchmesse in Frankfurt gewesen. Da haben wir uns auch lang unterhalten, aber es war alles sehr zeitnah damals. Und da habe ich jetzt sozusagen quasi den Peter schon sehr intensiv wahrgenommen, aber es war sozusagen einer von mehreren gewesen. Und dann war parallel dazu, dass ich also eben Lilian kennengelernt habe in einem ganz, ganz anderen Kontext. Und die beiden haben erst einige später zueinander gefunden gehabt. Und genau in dem Moment hat sich das dann alles zu verdichten angefangen. Und das war natürlich auch
die Distanz gewesen, dass also man nicht am selben Ort gewohnt hat, sondern Lilian und Peter haben dann in Paris gewohnt. Die waren nur selten in Wien zu Besuch. Wenn ich in Paris zu Besuch war, man hat sich dann in Distanz gesehen und dann natürlich gegenseitig beobachtet. Und da waren es natürlich sowas wie die Werfel-Biografie gewesen und dann später das Buch über die Edith Tudor Hart, die also mich mächtig beeindruckt haben. Und also sozusagen, hat sich auch etwas langsam aufgebaut. Und so waren wir dann natürlich auch nach diesem, ich habe mich gefreut, dass zu dem Event im Pompidou, wo nicht rasend viele Menschen aufgetaucht waren, eben die beiden auch aufgetaucht waren. Und so saßen wir eben danach im Wirtshaus zusammen und haben uns natürlich ausführlich unterhalten. Aber das war eben, dem waren schon viele ähnliche Unterhaltungen vorausgegangen. Und es war so eine Freundschaft, die sich sozusagen langsam aufgebaut hat. Und in dieser Atmosphäre war es natürlich schön, hier am Land, es war auch ein sehr schönes, die ganze Situation war gerade sehr angenehm vom Wetter her und so weiter, dass wir also da eigentlich sehr intensiv ins Reden gekommen sind. Und dass da natürlich auch eine Offenheit möglich war, die sonst bei einem herkömmlichen Interview nicht so geschehen würde. Und dieses Hineintauchen in die Geschichten und also auch das auch Äquivalentes, was natürlich in dem Buch ist, weniger vorkommt, obwohl es der Peter teilweise sehr schön einfliegt. Also das natürlich aufgrund auch eines ähnlichen Alters und natürlich vieler Berührungspunkte sich da quasi spiegelgleich und ähnliche und unterschiedliche Erlebnisse abbilden. Und ich meine, das ist für mich also auch eine der Qualitäten an dem Buch, dass ich also mich da quasi mit einem Gegenüber oder in einer sozusagen Konstellation wiederfinden kann. Und das da natürlich sehr viel, es ist so eigenartig, ich habe am Anfang den Vergleich gebracht, für viele ist es das, dass wenn man sich selbst im Radio hört, ist das immer etwas komisch, die Stimme sozusagen aus einer anderen Quelle und unter anderen Voraussetzungen zu hören. So war das am Anfang für mich mit dem Buch, aber jetzt, wo ich das bei den, also Peter hat das sehr, sehr, sehr schön erfasst, eben bei der Geschichte mit dem Naumann, so die Ambivalenz, natürlich meine Neugierde da vom Künstler, weil üblicherweise kamen die Sachen von den Künstlern direkt oder von den Künstlerinnen, und da was direkt zu bekommen. Auf der anderen Seite der Pragmatismus eines abgebrühten älteren Kollegen, der natürlich auch, Konrad Fischer hat mich deswegen begeistert, weil auch er war früher Künstler gewesen. Auch er hatte diese große Nähe zu anderen Künstlern und Künstlerinnen. Genau das hat mir sehr entsprochen. Nur war er halt gute 15 Jahre älter, glaube ich, und war damit um vieles pragmatischer. Und ja, diese Geschichte zeigt sehr schön, also auch diese auch hybride Rolle, die, und ich glaube, das hatte bei mir auch mit dem Ende der Galerie zu tun. Kann man in einer Galerie nicht lange aufrechterhalten, diese Nähe zu den Künstlern. Irgendwann einmal ist der Alltag, ist das Geschäft stärker und ist das, ich meine, das ist dann zwar auch eine Nähe zu Künstlern, aber es ist natürlich nicht mehr diese Form von Kameraderie, möchte ich fast sagen. Aber was mir wichtig war, das wird der Peter natürlich auch vollkommen verstehen, ich musste natürlich auch aufpassen, dass das Buch nicht zu einer reinen Hagiografie wird. Also ich musste auch manchmal Dinge einfließen lassen, wo er einfach auch glaubt, vielleicht Fehler gemacht zu haben oder wo ich denke, dass nicht alles, gibt es ja in keinem Leben, dass alles perfekt funktioniert. Und das war natürlich auch eine Überlegung am Anfang, was mache ich, dass man nicht das Gefühl hat, dass da also eine 1:1 Idealperson hagiografiert wird und dadurch fließen manchmal auch halt humorvolle oder kritische Situationen. Ja, aber das war ja für mich auch ist ja für mich als auch ein sehr signifikanter Moment. Und irgendwie in diesem, natürlich kann man es bereuen, aber es ist sozusagen, in dieser Konstellation war natürlich einfach, meine Neugierde hat sozusagen über die Routine gesiegt und damit das aber auch verloren. Und so ist es. Und es ist sozusagen im Nachhinein, ist es auch nicht, also ich meine, zeigt es einfach, in welchen Ambivalenzen man da halt immer wieder ist.
Und also diese sehr schön, die Anekdote im Buch drinnen ist. Ja. Diese fein umgesetzten Überlegungen zur Konzeption dieses ganzen Buches, Herr Jung, die finde ich eben wahnsinnig gut umgesetzt und das, was Sie beschreiben, dieses Vermeiden einer Hagiographie, das, glaube ich, ist ganz großartig gelungen. Und dazu möchte ich Sie, Herr Jung, auch noch fragen, dieses schreibende Ich gibt es ja, wir werden das auch noch hören, dieses Ich, dass die, also ihres Wohl, das, sofern man das überhaupt endgültig so sagen kann, aber in diesem Buch, Warum ich beschloss, Peter Packisch zu mögen, dieses Ich gibt es ja auch schon im Titel und das spielt eine zentrale Rolle. Und das, auch der Titel sagt schon, das hat ganz klar etwas mit diesem Ich zu tun, das da vorangestellt ist. Besonders schön finde ich das bei den beiden Passagen. Sie haben das ja jetzt beide schon ein bisschen beschrieben, diese Spiegelsituation, die Sie da auch sehen, oder dieses Gegenüber, diese Passagen zu New York und zu Basel, wie Sie, Herr Jung, dort gearbeitet und gelebt haben. Und die sind, wie Sie das gesagt haben am Anfang, kursiv gesetzt und quasi auch abgehoben vom restlichen Text. Was hat das Eintauchen in die, Sie haben darin sehr viel Erfahrung, was hat das Eintauchen, Herr Jung, für Sie in diese Geschichten von Peter Packisch, was hat das bei Ihnen bewirkt, ausgelöst? Sie haben diese Erinnerungen an verschiedene Orte zum Beispiel da hineingeschaltet. Ja, ich dachte, es wird viel persönlicher, wenn ich sozusagen eigene Erfahrungen einbringen kann, die dann Peters Leben auch spiegeln, wo wir ähnliche Stationen hatten, obwohl ich natürlich von einem völlig anderen Background komme. Und ich habe ja im Buch auch darüber reflektiert, wie sehr ich eigentlich nicht der geeignete zunächst mal wäre. Das kann ich auch ganz kurz vorlesen, obwohl wir kommen ja jetzt schon sehr bald ans Ende unserer Stunde. Aber damit Sie sehen, wie ich dachte, dass ich eigentlich nicht der Richtige bin, und gerade das hat mich dann aber gereizt, in diese Lebensgeschichte einzusteigen. Aber eben, vielleicht ist das eine gewisse Selbstbesessenheit, nicht ohne auch zu reflektieren auf mein eigenes Leben und auf Erlebnisse, die ich hatte, die dann in der Erinnerung durch Peters Geschichte bei mir ausgelöst wurden. Aber ich werde jetzt schnell 2 Minuten das noch vorlesen, wie ungeeignet ich eigentlich gewesen wäre. Ich habe Peter Packischs Galerie in der Ballgasse und die Räume in der Ungargasse nur selten besucht. Denn Peter Packisch hat nämlich außer der Ballgasse dann auch noch eine zweite Galerie in Wien eröffnet, in der Ungargasse. Selten besucht, die bildende Kunst spielte in meiner Jugend und in den frühen Erwachsenenjahren keine Rolle. Betrat ich ein Museum, befiel mich, solange ich mich zurückerinnern kann, augenblicklich tiefste Müdigkeit. Ein Erschöpfungszustand, noch bevor ich den ersten Ausstellungssaal zu sehen bekam. Galerien kannte ich kaum. Ich wuchs in Los Angeles, Wien, Berlin und Salzburg auf. Nirgendwo hingen Kunstwerke an den Wänden unserer Wohnungen. Mit einer Ausnahme, der Wiener Avantgarde-Künstler und Filmemacher Marc Adrian schenkte meinem Vater Mitte der 1960er Jahre eines seiner Hinterglaswerke. Diese Kunstferne überrascht im Rückblick umso mehr, da meine Mutter mit dem Bildhauer Fritz Wotruba und einigen Wiener Malern befreundet war. Vor dem Krieg stand sie dem berühmten französischen Maler Moïse Kiesling nahe. Mein Vater kannte Oskar Kokoschka gut. Keinem dieser Künstler haben meine Eltern je auch nur ein einziges Werk abgekauft. Keiner dieser Künstler hat ihnen je auch nur ein einziges Werk geschenkt. 19-jährig, während der Salzburger Festspiele, hospitierte ich in der Felsenreitschule dem Schweizer Theaterregisseur Werner Tügelin, lernte den Maler, Bildhauer, Maschinenerbauer Jean Tinguely kennen.
der für die Uraufführung des spektakulär missglückten Theaterversuchs Zenodoxus von Dieter Forte ein grandioses Bühnenbild geschaffen hatte. Ich war immer von Persönlichkeiten fasziniert, interessierte mich aber weit weniger für ihre Werke. Sah auch in Tanguy keineswegs den Künstler von Weltrang, sondern einen originellen, charmanten, humorvollen Freund. Er stellte mir seinen Kumpel, den Bildhauer und Eisenplastiker Bernhard Luginbühl vor, der mehrmals die Proben besuchte, und ich beobachtete die beiden gestandenen, heterosexuellen Herren mit amüsierter Fassungslosigkeit, so oft sie zur Begrüßung Zungenküsse austauschten. Nach der Premiere verloren wir uns aus den Augen, Jean und ich, aber ich erhielt bald einen liebevollen Brief von ihm, der mehrere Zeichnungen und bunte, eingeklebte Vogelfedern beinhaltete. Ich habe ihn, horribile dictu, während einer meiner so zahlreichen Übersiedlungen verloren. Erst durch die von Lilian Birnbaum initiierten persönlichen Begegnungen ab Ende der 1980er Jahre mit Walter Pichler, Joseph Kossuth, Christian Boltanski, Annette Messager, Anselm Kiefer, Peter Kogler, Pierre Weiss und nicht zuletzt dank meiner engen freundschaftlichen Verbindung zu Rebecca Horn wendete sich das Blatt. Langsam begann ich mich für die zeitgenössische Kunst in ganz neuer Weise zu interessieren. Nicht nur die Persönlichkeiten waren mir jetzt wichtig, sondern endlich auch ihre Werke. Zu einem Kunstexperten bin ich dadurch nicht geworden. Auch zähle ich nicht zu jenen, die ähnlich Schlachtenbummlern von Vernissage zu Vernissage ihre Lieblingskünstler und Künstlerinnen anreisen, keine Mühsal scheuen, um bei internationalen Künstlerveranstaltungen dabei zu sein. Also Sie sehen, von der Herkunft her war ich an sich nicht der ideale Mann für dieses Buch, aber ich muss sagen, dass ich während der Arbeit mit Peter und dann während der Arbeit an der Niederschrift dieses Manuskripts enorm viel gelernt habe. Und ich bin äußerst glücklich, dass Mona und Peter und alle, die damit zu tun hatten, dieses Buch ermöglicht haben. Das ist jetzt kein Reklamespruch, sondern das meine ich aus tiefstem Herzen. Also, Herr Jung, das ist jetzt eigentlich ein wunderbares Schlusswort, aber ich möchte Herrn Packisch, den ich, glaube ich, gerade unterbrochen habe, natürlich nicht das Wort abschneiden. Nein, ich wollte eigentlich in dem Sinn sagen, also das Gespräch jetzt hier, das ist so, jetzt wirklich sehr schön und angenehm geführt wurde, so auch die Qualitäten dieses Buches sehr schön umreißt, dass es so eben es eine bestimmte Offenheit hat und einfach auch zum Weiterdenken, selbst für mich anregt, und ich hoffe, dass das also eben bei den Leserinnen und Lesern kommt. Also ich habe da bisher auch sehr viel Schönes drüber gehört, dass das also eben ein sehr bewegliches Buch auch ist und dass also da schöne Gedankenflüsse drinnen sind und ich mich also da auch sehr gut wiederfinden kann und mit all dieser Vielfältigkeit, die das hat. Und daher denke ich es, und eben auch in dem Gespräch hat sich da einiges sehr Schönes wieder ergeben. Sehr schön. Ich kann Ihnen allen, liebes Publikum, nur empfehlen, genau das zu tun, in dieses Buch einzusteigen. Das Buch, warum ich beschloss, Peter Packisch zu mögen. Gehen Sie in die Buchhandlung oder auf die Website des Verlages. Buchhandlung wird schwer gehen können. Nicht gehen, online gehen Sie bitte und ja. Müssen bestellen. Das ist ja alles möglich. Bei vielen kann man ja auch abholen. Genau, machen Sie das. Sie bestellen natürlich nicht bei den bösen Online-Händlern, sondern nur bei den Buchhandlungen. Und versorgen Sie sich mit Büchern für die Zeit, die jetzt kommen wird. Ein Buch, das man als jemand, der sich mit der bildenden Kunst, mit der Kunstszene in Österreich oder auch international in den letzten Jahren, 30, 40, 50 Jahren beschäftigt, viel Neues birgt, aber auch eine herrliche, wie Sie gesagt haben, Herr Packisch, ein wahnsinnig bewegliches Buch, wo man ganz großartige Einblicke auch in kleine Detail,
ja, in Details bestimmter Gefüge in diesem Betrieb bekommt, finde ich ganz wunderbar und großartig, eine große Empfehlung. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Peter Packisch und Peter Stefan Jung für diese schöne Stunde, die wir hier jetzt hatten, online im Zoom. Grüße an die Bildschirme sozusagen. Und ich bedanke mich auch bei Mona Müri fürs Dabeisein. Ich glaube, Frau Thürnberger ist auch irgendwann einmal dazu gestoßen. Ich habe das so ein bisschen wahrgenommen. Vielen Dank auch an das Museum der Moderne für die Zusammenarbeit, die sich jetzt anders gestaltet hat. Und ich wünsche Ihnen allen alles Gute. Und Sie werden dieses Gespräch online finden auf der Seite Literatur für den Fall. Ich schreibe Ihnen jetzt gerade im Chat die URL auf, die Website. Das ist der Online-Blog. Er hat nichts gezeigt, er hat nur gelauert. Und dabei war bei der, wie sie mir es geschickt haben, war der Saal mit den Bildern, hast du gesehen, ne? Nichts. Ich habe gerade eine Audiospur hereinbekommen von einem Herrn, der immer wieder da war und dann wieder weg und jetzt wieder da. So, ich wollte Ihnen gerade eine Website reinschreiben. Die finden Sie jetzt und auch auf der Seite der Leselampe finden Sie den Hinweis auf den Literaturblog mit dem Titel Literatur für den Fall. Dort finden Sie dann dieses Gespräch. Ich entschuldige mich für die Unterbrechung gerade. Genau. Und bedanke mich nochmal ganz herzlich. Einen schönen Vormittag oder Mittag Ihnen allen noch, einen schönen Tag und alles Gute für die Zeit, die jetzt da kommt. Herzlichen Dank. Danke sehr. Danke für die Ermöglichung des Gesprächs. Danke. Alles Gute. Wunderbar. Danke, Magdalena. Das war sehr, sehr schön. Vielen Dank Ihnen beiden, den beiden Peters. Wunderbar. Vielen Dank. Bis bald, hoffentlich in echt.